So, im grünen Wien jetzt einmal. Ein Friedens-Qigong mit dem Frieden mit der Kultur. Ich gehe einfach alle Chakren durch. Ich bringe die Göttlichkeit in Verbindung mit meiner Kultur, meiner Stadt, meinem Verkehr, mit den Bäumen, den Gartenanlagen, mit den Theatern. Dort, wo das nicht der Fall ist, es tut mir leid, bitte vergib mir. Danke, ich liebe dich. Ich bringe die Intuition in Verbindung mit der Kultur meines Landes und meines Erbes. Welche Kultur dieser Stadt, dieser Künste, dieser Sprache sind verbunden mit der tiefen Verbindung zur Körperintelligenz und zur kosmischen Intelligenz? Wo bin ich verbunden? Dort, wo ich nicht verbunden bin. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Danke. Ich liebe dich. Wo bin ich nicht in Harmonie mit meiner Kultur und meiner Kunst? Mit der Kultur meines Landes und der Kunst meines Landes. Es tut mir leid. Mein Anteil, meine Verantwortung, dass ich nicht im Frieden bin. Mein Ego. Bitte vergib mir. Danke, ich liebe dich. Wo bin ich nicht in Stimmung mit den Liedern, den Gesängen, den Chorälen? Wo bin ich nicht in Stimmung mit all dem, was mich in die Kultur verbindet? Es tut mir leid, bitte vergib mir. Danke, ich liebe dich. Wo nährt mich Kunst und Kultur noch nicht? Wo nährt mich meine Sprache noch nicht? Wo nähern mich meine Sprachen noch nicht? Wo nährt mich die Marktwirtschaft? Wo nährt mich der Handel, das Geld verdienen müssen noch nicht? Wo kann ich Gold zu Prana und Prana zu Gold machen? Wo kann ich Gold speien? Wo kann ich Geld genehm machen, verführen? Trinken. Liebes Geld, liebes Buch, liebe Feder, liebes Gemälde, lieber Tanz, liebes Theater, liebe Verbindung von materiell, kosmisch-spirituell und künstlerisch. Wo können wir da noch Nahrung schaffen? Es tut mir leid, bitte vergib mir, danke, ich liebe dich. Wo bin ich nicht im Herzen mit der Stadt, der urbanen Kultur? Wo bin ich nicht im Herzen mit diversen Logen, Geheimbünden, den diversen Alma Maters, den diversen Professoren und Meistern? Meistern der Musik, Meistern der Gesangskunst, Meistern des Tanzes. Wo bin ich immer noch im Müssen? Wo bin ich nicht im Können, im freiwillig Herz öffnen? Es tut mir leid, bitte vergib mir, danke, ich liebe. Wo fehlt mir Strahlkraft? Wo fehlt mir die Verbindung
mit der Strahlkraft zu Kunst und Kultur in der Stadt, in der Welt? Wo strahle ich nicht mit den Gesängen der Medien, den Geschichten der Medien? Wo bin ich immer noch im Unfrieden mit dem Narrativ? Wo spüre ich die Lüge im Narrativ und wo unterstütze ich die Lüge im Narrativ? Wie kann ich das ausgleichen in mein Narrativ, meine Geschichte, die die andere Geschichte mit einbezieht? Jeder strahlt, jeder erzählt eine Story, jeder postet ein Video. Ich auch, jetzt in diesem Moment. Ich gehöre genauso zu diesen Journalisten, die eine Wahrheit, eine einzige, sehr einseitige Wahrheit verbreiten. Wie ein Drache zeige ich mich einseitig. Wie kann ich verbinden? Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Danke. Ich liebe dich. Bewegungen sind intuitiv, ihr könnt das machen, was euch kommt. Ich zeige euch immer nur die Mudras und die Vorschläge, die dafür zuständig sind. Mitte, wo bin ich noch nicht? Mit Kunst und Kultur in der Mitte. Wo fühle ich mich ausgenutzt aus der Vergangenheit? Wo habe ich mit Kunst und Kultur ein Ego-Problem, weil ich nicht genügend Bühne bekommen habe? Wo hat man meine Lieder nicht gespielt, meine Gedichte nicht gedruckt? Wo bin ich vielleicht von Kunst und Kultur von anderen eingeschüchtert? Ich glaube, dass ich da nicht mithalten kann. Weil ich bin ja nur ein Amateur oder eine Amateuse. Wo bin ich noch nicht geerdet, gefestigt im Zentrum? Kann ich das ausgleichen? Es tut mir leid, bitte vergib mir. Danke, ich liebe dich. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Danke, ich liebe dich. Tut mir leid, bitte verzeih mir. Danke, ich liebe dich. Es noch nicht. Wo fließt es, hat es künstlerisch sowohl im Silberfluss als auch im Erguss nicht, wo ist es nicht geflossen? Wo fließt es nicht zu mir und zur Kultur meines Landes, zu den Traditionen meines Landes? Wo finde ich manche Traditionen starr, verstaubt, laut? Wo kann ich mich öffnen? Wo kann ich mich öffnen? Kann ich es fließen lassen? Tut mir leid, bitte vergib mir, danke, ich liebe dich, ich lasse es wieder fließen. Wo bin ich eins mit der Verwurzelung in meiner Kultur, in meinen Künsten, in den Künsten meines Landes? Gesang, Tanz, Schauspiel, Malerei, Wissenschaft, Architektur, Fundamente, Bauen.
neue Architektur, neue Kunst, moderne Kunst. Da geht's nicht tief rein. Hingegen Stammeskunst, keltisches, uralte Energiekünste. Alela, Yoga, Fundament, die Werte von Gesundheit in Verbindung mit Spiritualität, künstlerischer Tätigkeit, Körperkultur und nützlicher Arbeit, nützlicher Feldarbeit, nützlicher Hausarbeit, nützlicher regelmäßiger Gesundheitsarbeit für uns und andere. Wo kann ich dieses Fundament noch mehr leben, noch mehr pflegen? Es tut mir leid, dass ich noch nicht diese Tiefe in allem gefunden habe. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Danke, ich liebe dich. Am leichtesten sind diese Dinge, wenn ihr euch inspirieren lasst von den Bewegungen, die ich mache, aber wirklich eures dazu tut. Ja? Nicht nachmachen, sondern mitfließen. Ja? Manche von meinen Bewegungen sind vielleicht auch zu schnell, nicht nachzuvollziehen. Wichtig sind die Fragen und den Körper auch in Bewegung halten, sodass die Fragen eine Antwort im Körper zeigen können. Und aus diesen Fragen, ja, die ihr euch wirklich ganz individuell für euer Leben, ja, ich bin Künstler, ja, deswegen habe ich natürlich einen ganz anderen, sehr viel persönlichen Zugang, oder ich bin Ex-Künstler, wenn ihr so wollt, somit liegen da Dinge in meiner Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet sind, dann geht das mit mir. Ja. Findet Kunst und Kultur, die euch irgendwie berührt, ja. Sei es, dass ihr ein Hobbytänzer seid, sei es, dass ihr gerne malt in der... Sei es, dass ihr euch beschäftigt einfach schon sehr lange zum Thema Geld, neues Leben, neues Miteinander, Kommunikationskultur. All diese Dinge sollen in diese Fragen hinein. Dort, wo es ein bisschen weh tut, ist es ein bisschen richtig. Ja? Dort baden. Ja? Mach aus schmerzhaft Herzkraft und in den Bewegungen, also wir haben jetzt keine super anstrengenden Bewegungen gemacht, in der Entspannung, lass los. Wenn ihr Bewegungen macht, geht mindestens auch einmal an einen Widerstand. Ja, das habe ich jetzt schon gemacht, allerdings sehr fließend. Jetzt lasse ich aus. Und jetzt empfinde ich auch eine Versöhnlichkeit. Danke für Weiterleitung und Likes und ich freue mich auf unseren nächsten Modul oder Kurs.